Es ist eine ziemliche Frechheit, die sich die Bundesregierung hier mal wieder leistet. Alle Immobilienbesitzer müssen zum Ende diesen Monats, also zum 31. Januar, ihre neue Grundsteuererklärung abgeben. Wer das nicht macht, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Wir haben jetzt als CDU-CSU-Bundestagsfraktion mal bei der Bundesregierung nachgefragt, wie es denn mit den eigenen Grundstücken ist. Und oh Wunder, für die 26.000 Grundstücke des Bundes ist noch keine einzige Steuererklärung abgegeben worden. Im Gegenteil, auf unsere parlamentarische Anfrage hat der FDP-Staatssekretär Tonka geantwortet, dass die Steuererklärung erst bis Ende September 2023 abgegeben werden.